Dabei geht es um die Frage, ob darin ein Hinweis erlaubt ist, dass der Schüler oder die Schülerin Legasthenie... Ersten Gang, Handbremse lösen, blinken, gucken. Und langsam wollen wir dann rechts runter. Ne? Ja, langsam kommen lassen die Kupplung. Und links gucken, ob keiner kommt. Ne? Naturschutzverbände haben festgestellt, dass die Zugvögel ihr Verhalten verändert haben. Stare zum Beispiel, die am Mittelmeer überwintern, sind noch gar nicht losgeflogen. Und auch die Kraniche machen sich verspätet auf in den Süden. Ja, heute wollen wir das Ganze ein bisschen verfeinern, dieses Fahren. Das heißt, wir fahren noch mal so ein bisschen da, wo was luftiger ist, dass du so ein bisschen dich mit dem Auto anfreundest. Ich sage immer, dass dieser Flow reinkommt, dass ihr seht, okay, ich kann fahren, ich gebe Gas, ich schalte rauf oder da ist irgendwas, ich muss langsamer werden, ich schalte runter. Gleich hier oben links. Schön den Bohren immer fahren. Und dann direkt wieder links. Ne? Schön den Bohren fahren, dass du dir die Luft nimmst, die du hast. Auf Sicherheitsgründen hat die Polizei denen, die alle Brücken auf der Strecke für den Zielort am Zwischenlager Ahaus einen Platzverweis erteilt. Mit Ausnahme. Und ganz am Ende wollen wir links und an der Straße wollen wir rechts. Turmstreifenbrücke in Ahaus wird fertig als geplant. Das Motorrad über Wetter, weil es so viel geregnet hat, konnte die Oberfläche noch nicht abgedichtet. Auch da hinten schön langsam um die Ecken. Immer dran denken, langsam um Ecken fahren, habt ihr mehr Zeit zum Lenken und mehr Zeit zum Gucken. Und dann gleich oben wollen wir rechts an der Straße. Rechts. Jetzt der WDR4 Verkehr mit den wichtigsten Meldungen für heute Morgen. A1 Euskirchen Richtung Köln zwischen Gleuel und Köln-Lüwenich. Und rechts. Lenken, lenken, dass du im Fahrstreifen bleibst. Ne? Und immer langsam die Kupplung kommen lassen. Ne? Auch in den Gängen langsam kommen lassen. Aufpassen, 30. Ne? Auch immer auf den rechten Streifen achten, auf deine rechte Seite, weil hier hängt ein Spiegel. Ne? Und da hängen ja auch Spiegel bei den Autos und die wollen wir dran lassen. Gleich oben an der Ampel rechts abbiegen. Alle Staus auf Ihrer Strecke auch auf WDR4.de und in der WDR4-App. 3 Grad. Ja. Jetzt hier blinken, langsam am besten ersten Gang. Und aufpassen auf die Vorfahrt. Ne? Stopp, das gibt es ja. Kupplung drücken. Wenn frei ist, fahren, ne? Musst du gucken. Jetzt fahren wir erstmal immer geradeaus. Aufpassen, 30. Ne, immer so rechts am Fahrbahnrand mal schauen, was hängt da. Ne? Und den ersten nur zum Anfahren nutzen, direkt in den zweiten rein. Ne? Gleich aufpassen, Fußgängerüberweg, mäßig ranfahren, rechts und links gucken und aufpassen, wenn einer rübergehen will oder wenn einer dabei ist, rüber zu gehen, seid ihr wartepflichtig. Und 50 ab 30.03. Ne? Erleidig. Ne, so ein Meter hinter dem Kuppeln. Stopp, ne? Fuß auf der Bremse, Fuß auf der Kupplung, damit du nicht vor- oder zurückrollst, ne?
Gas geben. Kuppeln kommen lassen und Gas geben. Aufpassen, Radfahrer, dahinter bleiben, weil die 1,50 kriegst du hier nicht hin. Ne? Da musst du dahinter bleiben. Dann zu Gas geben, die ist ja gleich weg auf dem Radfahrweg. Gas geben, raufschalten. Und ersten. Immer dran denken, halten heißt schalten, ersten Gang. Und Gas geben, schalten. Ne, da haben wir ein Hindernis, blinken und gucken und einmal links rüber. Ne? Immer dran denken, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Und rüber, 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 wo willst du hin? Immer früh genug rüber, ne? Aufpassen, gleich kommt die 30. Gleich eine Spur nach links, ne, weil da kommt ja die Sperrfläche. Blinken, gucken. Und Blinker wieder weg. Ne? Kupplung, immer dran denken, die Kupplung. Und ersten Gang. Halten heißt schalten. Ne? Das heißt, wenn du stehst, immer in den ersten Gang. Heute Morgen bei WDR 4 nochmal in The Wailers.
Das ist der erste. Langsam gerade nach vorne. Von Mike Oldfield und Bobby Riley. Das ist ja der erfolgreichste Song überhaupt von Mike Oldfield. Und jetzt geht noch die Sache mit der Absage nochmal auf. Denn eigentlich wollte Mike Oldfield lieber eine ganz andere Sängerin haben. Er hatte erstmal bei Enya angefragt, ob die nicht da einsteigen. Und schalten, ne? Immer an Schalten denken. Immer dran denken zu schalten. Immer wenn du stehst, Fuß auf die Bremse. Kupplung. Und Gas geben. Und schalten. Er versucht das jetzt mal alles so ein bisschen selbstständig zu machen. Ne? Erkennen, wann du fahren kannst, wann du schalten musst. Und das mal so ein bisschen selber machen. Ne? Ruhig vorziehen. Ne? Du machst ja hier die Straße dicht. Ne? Kommt ja keiner raus und rein. Wir fahren immer geradeaus. Geradeaus. Müssen wir hin, ne? Mit dir. Platz sparen. Und immer langsam die Kupplung mit Gefühl, ne? Und immer bis zur Haltelinie, ne? Bis zur Haltelinie fahren. Bis zur Haltelinie fahren. Klassiker, Medina 4.
auch in den Gängen langsam die Kuppel kommen lassen. Ne? Kein Gas beim Kuppeln. Ne, wenn du kuppelst, weg vom Gas. Ne? Und Gas geben. 70 ist erlaubt, ab 60 in den vierten. Gleich wollen wir im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt raus. Vorher gucken, dass du natürlich langsamer wirst. Am besten so mit dem zweiten da durch. Beim Ausfahren blinken und Blickführung. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Ne, langsamer werden. Und wir wollen die zweite raus, also geradeaus weiter. Nächster Kreis, auch geradeaus weiter. Und langsam die Kupplung kommen lassen. Nächster Kreisverkehr auch geradeaus weiter. Und ersten, ne, die im Kreisverkehr sind, haben ja Vorfahrt. Ne? Und weiter geht's. Kupplung kommen lassen. Fuß von der Bremse, Kupplung kommen lassen. Ist okay, alles easy, Kupplung kommen lassen. Und die zweite raus. Also gab es eine Riesendiskussion. Viele Dortmunder haben Schaustellerchef Patrick Ahrens und seine Kollegen dann auch echt angesprochen, dass sie sich den Engel zurückwünschen. Und das passiert jetzt tatsächlich. Kugel runter, Engel rauf. Dann kommt extra ein Autokran, der erstmal die Kugel abmontiert und dann den Engel montiert. Da haben wir Gott sei Dank in Anführungsstrichen Erfahrung, weil vor einigen Jahren ja mal die Flügel am Ende rausgefahren sind und wir dann neue, über Nacht eine neue Beleuchtung installiert haben. Dann mussten wir schon mal den Engel runternehmen. Okay, die Experten kennen sich aus. Aber das ist schon ein Ding, wenn er jetzt extra nochmal einen Kran für anrufen muss. Ich frage mich, was jetzt mit dieser Kugel passiert. Ne? Kommt die in eine Weihnachtskiste oder geht die, also nicht in eine Retour? Nein, kommt klar, auch dann werden wir auf jeden Fall den nächsten Jahr schön in Platz. Hauptsache nicht wieder als Tannenbaumspitze. Und das finden die Dornen.
Gleich wollen wir die nächste rechts. Die nächste rechts vorher langsamer werden. Blinken frühzeitig. Wenn du auf dem Abbiegestreifen bist, guck, dass du den zweiten kommst. Ne? Vorher natürlich in den dritten. Rechts abbiegen. Aufpassen jetzt links auf die Vorfahrt. Und dann Blick immer nach vorne, den Blick immer auf die Straße, ist der fünfte. Dritten langsam gerade nach oben. Geradeaus wollen wir. Gleich die nächste wollen wir rechts abbiegen. Und immer an Schalten denken, ne? Und langsam um die Ecken. Noch ist hier 50. Gleich die nächste rechts abbiegen. Schalten. Du musst an Schalten denken.
Kreisverkehr, erste raus gleich. Erste waren wir raus, ne? Immer dran denken, schalten. Ein freies Durchfahren, erste raus. Guten Morgen am Mittwoch. Wir schauen mal, was das Wetter macht, das Wetter aus Ihrer Region. Jürgen Funk weiß das bei uns im Wetterstudio. Einen schönen guten Morgen. Heute wird es an einer Uhr nach Auflösung anzeigen. Langsam kommen lassen, auch in den Gängen. Ne? Nicht so schnell. 5 Grad im Mittelteil 6. Morgen wird es mit bis zu 12 Grad dann wieder wärmer. Hier ist am Freitag dann zunehmend nass kalt. Nach 50 der israelischen Geiseln. Drück mal den Knopf hier runter. Und den wieder rauf. Ein bisschen bessere Sicht. In den Niederlanden hat heute ein bekannter Rechtspopulist Chancen, bei den Parlamentswahlen mit seiner Partei stärkste Kraft zu werden. Gerd Wilders hofft auf einen Wahlsieg und könnte auch Teil der nächsten Regierung werden. Die Kandidatin der aktuell größten Regierungspartei hat angekündigt, mit ihm zusammenarbeiten zu wollen. Sie nicht Regierungschef werden lassen. Der milde Herbst bringt offenbar die Tierwelt durcheinander. Mehrere Naturschutzverbände haben festgestellt, dass die Zuflügel ihr Verhalten geändert haben. Stare zum Beispiel, die haben mit und mehr überlebt haben, die sind noch gar nicht losgeflogen. Und auch die Kraniche machen sich verspätet auf den Zug. Gleich wieder an der Ampel rechts abbiegen. Zum Beispiel die Kleingartenanlage an der Brunner Straße. Interessiert der Kreisverband Brunner Gartenfreunde gegen die Stadt deswegen. Statt Gärten zu schließen, fordern die Kleingärtner deutlich mehr Platz. Die Nachfrage zur Bedienung bräuchte allein Köln 10.000 Gärten mehr. Heute ist die Unterstützung von Kleingärten auch Thema im Düsseldorfer Landtag. Viele Kommunen bei uns in Nordrhein-Westfalen können nicht normal arbeiten. Na, links aufpassen auf die Vorfahrt. Auf die 50. Sexualer Lockstoff der Wildkatzen. Und deshalb funktioniert Videokameras für schließlich die ersten Bilder von den Katzen. Das war die WDR 4 Lokalzeit. Was ist da eigentlich gemacht? Lockenstärke? Wenn erst ein einlegen, wenn du stehst. Erst dann einlegen. Wir gucken mal schnell, was unterwegs los ist. Jetzt der WDR 4 Verkehr mit den wichtigsten Meldungen heute Morgen. Los geht's auf der A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Oberhausen und Kreuz Kaiserberg. Halbe Stunde mehr, 9 Kilometer Stau. A4 Olpe Richtung Köln zwischen Oberath und Bergstadtbach Frankenforst. 20 Minuten, 9 Kilometer stockend. A4 Köln Richtung Aachen zwischen Aachen und Aachen-Laurensberg. Halbe Stunde mehr, 6 Kilometer Stau. Da steht ein defekter LKW. A40 Dortmund Richtung Duisburg zwischen Bochum-Hamme und Dreieck Essen-Ost. 20 Minuten, 8 Kilometer stockend. Wegen der gesperrten A45 bei Lüdenscheid. Halbe Stunde mehr in beiden Richtungen. A59 Bonn Richtung Köln zwischen Köln-Bahn und Dreieck-Holmar, 20 Minuten, 7 Kilometer Stau. Und die A59 Duisburg mit dem Fixlaken ist zwischen Marxloh und Gewahren, die Bauarbeiten bis Montag gesperrt, momentan 2 Kilometer Stau. Alle Staus auf der Fahrstrecke auch auf
Ne? Langsam die Kupplung. Und wieder rechts abbiegen. Genau, gleich wieder rechts abbiegen. Schalten. Ja, vorher schalten. Geradeaus. Immer gucken, dass du vorher in den zweiten schaltest, ne? Weil der dritte, A, drückt der um die Ecke. Und B, wenn du wieder Gas geben willst, kriegt nichts. Gleich im Kreisverkehr, geradeaus weiter, zweite raus.
Ersten Gang und weiter geht's. Zweite raus. Gleich aufpassen, 30. Da muss die 30 fahren, ne? Zu schnell, ne? Noch ein bisschen rechts rüber, machst ihm bald Platz. Ganz am Ende rechts. Ja, aufpassen auf die Vorfahrt. Und gleich der Vorfahrt folgen, da auch blinken. Gleich ganz am Ende links. Aufpassen, Vorfahrt achten. Am besten ersten Gang.
der Ampel rechts. Immer dran denken, langsam um Ecken. Das können wir in Nordrhein-Westfalen schon lange mit dem Bus, oder? Ich wollte erzählen, ich grüße immer in meinem Stammdiscounter die Mitarbeiter. Das ist immer ganz interessant. Ich denke, die rödeln so viel rum und ja, warum soll man nicht freundlich sein? Ich bin in den 80er Jahren immer mit meiner Ente durch die Gegend gefahren, auch in der Stadt, auf Land, egal wohin. Die Entenfahrer und Fahrerinnen haben sich gegrüßt. Es war einfach schön. Ja, Sie können auch weiter grüßen, auch ohne Ente. Wen grüßen Sie, wann und wie oft, wie freundlich sind Sie? Schicken Sie gerne Nachricht zu uns über die 0221 567 89 444 oder auch gerne über die WDR4-App. Andrea hat sich schon gemeldet. Sie wünscht regelmäßig, schreibt sie, Fremden auf der Straße. Guten Tag, es kommt auch immer Gruß zurück, schreibt sie. Das Rot leuchtet so sehr. Naja, wenn die Sonne da drauf scheint. Geradeaus fahren wir weiter. Prüfung wäre da beendet, ne? Gelb heißt halt stehen bleiben, ne? Oder so.
Kupplung zu schnell kommen. Ach, was bin ich froh. Nächstes Jahr nur noch Automatik machen wir. Dann gibt es keine Schaltung mehr. Das ist kein Rüttelschütteln mehr. Nee. Sei denn, es will einer da Schalterkompetenz, aber Hauptsache ist alles dann auf Automatik. Aufpassen auf die 50. Ja, die meisten machen jetzt schon die 197, weil die Prüfung da einfacher ist auf Automatik, ne? Weil die Durchfallquote ist ja sehr hoch. Hm. Müssen wir was ein bisschen vorfahren? Ja, oder was nicht? Weißt du, ja. Ein bisschen vielleicht noch, ja. Kann ich hier auch links orientieren, oder? Genau. Da rechts leicht.
Genau, und die nächste wieder rechts. Gleich rechts abbiegen. Ostern ist auch drin. Da geht es um Auferstehung, Neuanfänge, wachsen werden. Aber beim Thema Büßen und Beten wird es dir zu persönlich. Das ist ein bisschen unangenehm. Seit Adam und Eva damals von der verbotenen Frucht gegessen haben und dabei erwischt worden ist, Büßen eher nicht das, was wir jetzt haben. Eher rausgehen. Adam schickt zu Eva, Eva auf die Schlange, Eva ist schuld. Gemeinsam schickt es dann auf Gott. Alles schließlich gemacht. Und so machen wir es heute immer noch. Wenn es Probleme gibt, ist die erste Frage regelmäßig. Und dann wandert das von einem zum anderen. Wer ist schuld daran, dass unser jetzt bald in der Schule nicht mitkommt? Die Lehrer sagen die Eltern. Die Eltern sagen die Lehrer. Die Regierung sagt schließlich beide zusammen. Darauf kann sich nur einigen. Die Vorgängerregierung sagt die Regierung. Es geht so lange, bis einer die Schuld nicht schnell genug weiterreicht. Gleich im Kreisverkehr, dritte raus, also links runter. Minus 3 Grad gemessen, minus 1 in Frontenberg, minus 4 in Winterberg.
Sonne, später mehr Wolken. Und morgen wird es wieder wärmer, dann bis 12 Grad. Es ist 9 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Joachim Augner. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Israel und die Terrororganisation Hamas haben sich auf einen Gefangenenaustausch und eine viertägige Waffenruhe geeinigt. Außerdem sollen mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen gebracht werden können. Die Rede ist von 300 LKW-Lieferungen pro Tag. Einer der wichtigsten Vermittler war der Golfstaat Katar. Tilo Spanhebel, WDR Kairo. Geradeaus weiter. Soll die Feuerpause zwischen Hamas und der israelischen Armee dauern, mit der Option, die Pause noch weiter zu verlängern. Die von Katar, Ägypten und den USA verhandelte Waffenruhe beinhaltet die Freilassung von 50 zivilen Geiseln, die aktuell von der Hamas in Gaza festgehalten werden. Vor allem sollen es Kinder und Frauen sein, die freikommen. Im Gegenzug soll Israel palästinensische Gefangene freilassen. Auch hier gehe es vor allem um Frauen und Kinder, so das katarische Außenministerium. Außerdem gab man bekannt, dass noch weitere Personen in späteren Phasen der Vereinbarung freikommen könnten. Das Europaparlament in Straßburg beschäftigt sich heute mit der EU-Verordnung für Pflanzenschutzmittel. Dabei geht es darum, die Pestizide in der Landwirtschaft bis 2030 zu halbieren. Holger Beckmann, WDR Straßburg. Ein hochumstrittenes Vorhaben von den Grünen. Diese Teile der Sozialdemokraten sagen, es sei entscheidend für eine nachhaltige und ökologische Landwirtschaft. Und dem auf der anderen Seite. Auch hier geradeaus. Werfen. Es entziehe tausenden Bauern in Europa die Lebensgrundlage und verteuere die Produktion in der Landwirtschaft massiv. Strittig ist vor allem, ob in bisher schon unter Naturschutz gestellten Regionen dann überhaupt keine Landwirtschaft mehr stattfinden darf. Das sei in Deutschland beispielsweise bei jedem sechsten Hektar der Fall. Immer auf der Bremse bleiben, wenn du stehst. In einer diversen Gesellschaft, insbesondere im Handwerk, verlässlich sein. Deshalb sei das Team von großer kultureller Vielfalt geprägt. In Solingen denkt die Stadt über eine komplette Sanierung der Klingenhalle nach. Ein neues Gutachten soll klären, wie teuer die wäre. In der Halle sind umfangreiche Arbeiten nötig, sagt die Stadt. Sowohl in der Sporthalle als auch im darunter liegenden Schwimmbad. Betonfassaden müssten erneuert werden. Für eine Erweiterung der Sporthalle müssen die angrenzende Hausmeisterwohnung abgerissen werden. Das war WDR aktuell. Die nächsten Nachrichten waren rein und bis in einer Stunde. Jetzt sind wir der RV-Verkehr mit den wichtigsten Meldungen für heute Morgen. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Oberhausen und Kreuz Kaiserberg. 20 Minuten, mehr als 10 Kilometer stockender Verkehr. A4 Köln Richtung Aachen zwischen Kreuz Aachen und Aachen Dauensberg. Geradeaus fahren wir weiter. Da steht ein defekter LKW. A40 Dortmund Richtung Duisburg zwischen Dreieck und West und Dreieck Essen Ost. 20 Minuten, 9 Kilometer stockend. Wegen der gesperrten A45 bei Lüdenscheid. Halbe Stunde mehr in beiden Richtungen. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Hartwest und Ost-Hildesheim. 20 Minuten, 10 Kilometer stockend. Die A59 Duisburg Richtung Dienstlaken ist zwischen Marxloh und Farn wegen Bauarbeiten bis Montag gesperrt. Momentan 2 Kilometer Stau. Und A59 Dienstlaken Richtung Duisburg zwischen Marxloh und Duisburg-Ruhrort 20 Minuten, 4 Kilometer Stau. Alle Staus auf Ihrer Strecke auch auf wdr4.de und in der wdr4-App. Gute Fahrt. wdr4 mit Stefan und Carina Vogt. Guten Morgen. Freundlich grüßen ist gut für die Stimmung und für die Gesundheit. Das haben wir uns auch schon angeguckt. Schön, dass Sie da mitmachen. Ich fühle mich schon viel besser, muss ich sagen. WDR 4. Wir sind Heimat.
morgen gleich geradeaus fahren, bleibst du links an der Leitlinie. Wir bleiben gleich im rechten Fahrstreifen. Und dann gleich die nächste Ampel rechts abbiegen und fahren. Ne? Nächste Ampel rechts abbiegen, aufpassen, die ist eng, langsam um die Ecke blinken, gucken. Hier rechts schon? Genau. Am Ende links der Vorfahrt folgen, blinken und im Fahrstreifen bleiben. Ne? Und immer langsam um die Ecken.
Gleich aufpassen, hier endet die Vorfahrt. Nächste wäre rechts vor links. Mäßig ran, kupplungsbremsbereit sein und rechts in die Straße reingucken. Sollte da einer rauskommen, hätte er Vorfahrt. Ne? Das heißt, langsam gucken. Wenn keiner kommt, kannst du fahren. Kreisverkehr, zweite raus. Aufpassen, der ist eng, mäßig da durch. Am besten ersten Gang. Zweite wollen wir raus. Genau, bleiben rechts, fahren geradeaus weiter. Finden seine Antwort auf die Frage, warum er die Schweiz so toll findet. Da fahren die Züge tatsächlich so, wie es im Plan steht, sagt er. Ende rechts abbiegen. Ja? Am Ende. Ersten. Yeah.
Und 50, ne? Immer gucken, dass du das fährst, was vorgegeben ist. An der Ampel wollen wir rechts abbiegen. Und dann direkt in den linken Fahrstreifen und die nächste Ampel wieder links abbiegen. Auf die Seiten, ne, immer dran denken, auf die Seiten achten.